Hallo und willkommen zurück bei Grausig gemeinsam durchgelegt Watch Dogs. In der letzten Folge ein wunderbarer Gefängnisausbruch. Meinen lieben Grauton, ein Verbrechen noch erkannt. Und ja, wir haben den Akt 1 abgeschlossen, müssen jetzt eigentlich so theoretisch zu Damien. Aber wir haben gesagt, ach Mensch, ist so schönes Wetter, guckt euch mal an, die strahlende Sonne. Da können wir uns ruhig mal einen digitalen Trip leisten. Ja. Und wir machen auch eben jetzt ein bisschen Nebenmissionen, weil wir wollen ja irgendwann mal auf eine Special-Mission ankommen. Genau. Und jetzt möchte ich noch ein kleines Geständnis machen. Es hat auch so lange gedauert mit dem, bis wir wieder aufnehmen. Ich wollte gerne spielen. Und ich habe einen digitalen Trip gemacht. Und zwar habe ich Alone schon mal ausprobiert. Dam, dam, dam. Ach so, mit Rechten. Ja, Alone schon mal ausprobiert. Es macht echt Spaß, obwohl wir gesagt haben, es sieht am, ja, am langweiligsten aus, sage ich mal. Oder nicht so interessant wie die anderen. Oder hört sich auch nicht so an, interessant an. Was kommt Ja. jetzt? Und es macht aber echt Mann, Spaß Mann, und ich habe Mann. da schon zwei Skill-Sachen freigeschaltet, aber ich würde jetzt erstmal Spider-Tank, weil das für uns alle neu ist, also sowohl für euch als auch für uns. Also mache ich jetzt einmal Spider-Tank und als Ever nächstes kommt der dream of Alone. being a spider? No? Well, how about a spider tank? This is the D-trip for you. Okay, ja, ich habe mir schon mal gewünscht, ein Spinnenpanzer zu sein. Wer hat sich das nicht gewünscht? Zerstören Sie Chicago mit Blumes tödlicher Kriegsmaschine. You are in for a hell of a Okay. ride. Wow. Ich muss sagen, so cool diese Trips auch sind, die sind für mich jetzt wieder so, okay, einmal sehen und reicht dann auch. Genau, Also. also es ist Alone, kann ich mir vorstellen, dass man es richtig durch, also richtig oft spielen kann. Ich glaube, Spider-Tank wird wahrscheinlich auch so werden. Hoffe ich mal. Okay, jetzt bin ich gespannt. Wow. Das Ding sieht cool aus. So, mit LB schießt du Raketen. Ah, ne, dann wechselst du die Raketen um, von denen du 10 hast. Mit A. Die Fahrzeuge ausschalten. Oh, mit A kann ich springen, okay. Ah ja. Sehr geil. Da, 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 da. Hallo? Das wird der ganze Teil, ne? Naja. Dass er mit der Steuerung klarkommt, was er immer machen kann. Ziel 1 von 15. Ach, man hat noch eine gewisse Energie nur. Oh, bitte. Wer schießt da auf mich? So. Polizei. Das ist schon rot. Eine Spinne. Eine Brust. Wow. 12 Cops Kopf töten? Wie kann ich denn. Jetzt hab ich durch das Ding geschossen, ne? Boom! Das ist alle mögliche Energieboost, Geschosse. Au! Sechs noch. Ah, jetzt komm hier durch! Was schießt denn hier? Ja, ist noch auf der Karte. Polizisten aus ihren Autos. Boom! Hat immer noch 5 Kopf, muss ich noch töten. Okay. Cops, kommt mal her. Woohoo! 3 töten. 1 töten. Na, da wird der letzte Cop sein. Boom! Ach, guck mal, wenn du die Mission geschafft hast, dann kriegt man Leben auf. Okay. Ich kann hier das umwechseln. Zwei Signalstationen. Okay. Ab auf die Dächer! Ah, das macht Spaß! Irgendwie hochkommen. Da, 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 da. Eps. Eps. Wow! Okay! Da unten. Nummer 1 zerstört. Und schon bei sich. Spider-Tank. Er tut das, was ein Spider-Tank tut. Alles zerstören. So. Skillpunkt erhalten. Sehr schön. Boah, zum Stufe 4. Das wollte jemand nicht Menschen nicht machen. Scheint sich Panzerwagen aus. Panzerwagen? Wo kommt er denn?
keine Panzer waren. Oh, ist da drunter. Hey, warte auf mich! Warte auf mich! Lass was stehen! Ich glaube, da hat er keinen Interesse dran. Wow! Bin ich hier? Kippt. Schnauze! Oh fuck, kann er nicht mehr. Ah, Energieboost. Fährt dir weg. Was ist er denn jetzt? Irgendwo da hinten. Ach, ist er nicht stehen geblieben? Nee. Oh. Stehen bleiben! Weg. Noch 44 Sekunden. Verdammt. Ah. Da ist er, hier ist er. Bleib stehen! Ja. Raketen alle. Oh. Das wird knapp. Da fährt er einfach aus der Karte raus. Ja, deswegen, was ist denn das jetzt hier? Hab ich den nicht eingeholt? Quatsch. Und da ist ja es aus. Gibt's doch nicht. Der hätte die ganze Zeit wegfährt, was soll denn das? Nein! Ich möchte weiter, ich möchte weiter! Mando! Sie zersteigen ihre Stufe. Wenn sie eine neue Stufe erreicht halten, sind sie skillful. Jetzt können sie Fähigkeiten verschwenden und die Eigenschaften des Spider-Tanks verbessern. Da hab ich doch jetzt ein bisschen was, wa? 240.600 Punkte. Ja, das ist doch bestimmt eine Menge. Nicht. Grundlagen, Waffen, Eigenschaften. Gucken. Neuerung für das Trigger des Spider-Tanks wird die maximale Energie, die sie sammeln können. Dann priorisiert mit einer Funktion. Die kann man nur mehr Schaden. Okay. Und dann können, kostet die Spinnklaue weniger. Landepersonen drücken sie X, um Spinnenquetscher auszuführen. Das ist natürlich Schuss, verringert den Verbrauch pro Schuss. Da ist die Landung, damit sie dann schnell wechseln lässt. Dank erhöhter Qualität können mehr Panzerabwehrgeschosse abgefeuert werden, ohne nachzuladen. Okay. Das hört sich ganz gut erstmal an, mehr Energie. Priorisiert mit niedrigen Energiestand die Grundfunktionen. Entscheiden sie sich. Dicke Panzer hört sich auch gut an und Spinnenquetscher. Ich glaube nämlich nach den Spinnenquetscher, ich finde das lustig. So. So. Ja, aufwachen, neu starten, machen wir hoch. Finde ich aber auch sehr witzig. Den Spider-Tank. Schauen wir bestimmt auch nochmal rein. Mal gucken. Nicht ganz so cool wie das Spider-Schwein. Aber auch cool. Aber auch cool. Spider-Tank. Spider-Tank. Spider-Bouchon. Spider-Bouchon. Wir über Olaf Laffe. So. Wir waren immer in der Nähe vom Wasser auf. Oder zumindest da, wo Wasser sein sollte. So. Falls ihr euch gewundert, was ich da gerade die ganze Zeit gesungen habe, das ist die französische Version von Spider-Schwein. Ne. Ach. Das Geld hat definiert. Ja, genau, wie gesagt. Jetzt sind sie anzug, verbrennen sich Fotos. Oh, da wird jemand erpresst. Na. Das Geld können wir uns doch holen, ne? Tja, auch sagen ist der Erpresser da immer der, aber denk dran, dann wird er weiter erpresst, ne? Wenn der Täter sein Geld nicht findet da. Ach ja, meine Güte. Vielleicht können wir den Verbrecher auch gleich uns schnappen. Ah ja, so sehr verroht dieses Spiel. Ne. Ist es weg? 50 Meilen. Ich glaube, das ist ein Konvoi. Ah, ne, das Fahrzeug. Ach, wie sich die Symbole schon wieder überlagern. Hä? Meine Güte. Ich laufe hin, anstatt zu fahren. Ja, und dann hat er am Ende keine Kondition mehr, wenn er den Typ fangen soll. Wir sind Marathonläufer. Wir haben unendlich Konditionen. Ja, wer hier, weiß. Hallo, hier rüber. Quatsch. So. Rechts. Ach da. Dieses Geld kann dort niemand finden. $987. Ja. Ich war eh nicht so viel. Ich war's nicht. Hier. Glaubst du, diesen Regierungsmiss Rushmore ist doch ganz okay? Das kann nicht dein Ernst sein.
Das ist im Zentrum eines Shitstorms. Bin wild und würde es wieder tun. Okay. Was können wir als nächstes machen? Das war jetzt ein lustiger digitaler Trip. Das heißt, der Verbrecherkonvoi ist ja gleich hier nebenan, also. Ich wollte ja gerne eigentlich. Von diesen Sehenswürdigkeiten, das sind 100 Stück, ne? Echt? Mhm. Ach, ja, jeder so von diesen Haken ist eine Sehenswürdigkeit. Ach, ein CTS-Einbruch. Da haben wir eine sehr schöne Erinnerung. Das war super. Das war ja sehr, sehr lustig. Das ist auch gleich in der Nähe. Jetzt haben wir hier Sammelbares. Auch wieder Privatsphäreneinbruch. Ja, ich würde mich halt jetzt irgendwie gerne, also musst du nicht, aber ich würde mich halt gerne jetzt wirklich erstmal auf eins konzentrieren. Ja, ja, na, ich wollte gerne. Ich such gerade, wo hier noch so was ist. Was haben wir hier? Ist das denn nicht? Genau, das hier. Das würde ich gerne machen. In Chicago sind Menschen verschwunden. Möglicherweise treffen deren Mörder sein Unwesen und hinterlässt Leichen kryptische Botschaften. Finden sie alle 6 vermissten Personen in der Stadt, um eine spezielle Mission freizuschalten. Das finde ich sehr interessant. Das würde ich gerne machen. Ja, na dann fahren Sie mal los, Herr Rahman. Genau. Herr Rahman, The Rahman, ermittelt. Ah, weißt du was? Aber guck mal, da vorne ist eine viel schönere Karre. Die schnapp ich mir mal. Das ist mein Auto. Ach nein, doch nicht. Das ist mein Auto. Ich habe viele Autos. Woohoo! So. Dann gehen wir mal den Verbrechen hinterher, was da los ist. Ja, es ist ja eine Karte. Oh, guck mal! Ein Source. Wow! Entschuldigung! Ja, das sind ja diese sammelbaren Sachen, wie die Privatsphäre-Einbrüche, also auch, da wird man jetzt diese 6 Leichen finden müssen. Und da wird vorher nicht groß was passieren. Woohoo! Das war cool. Ja, und wenn man alle 6 hat, dann kommt halt eine spezielle Mission. Ach, fuck, muss auf die Autobahn, ne? Ja! Das wird schwer. In den Baum ist auch okay. Dass ich könnte wieder Abkürzung nehmen, ich muss ja auf die Autobahn da rauf. Entschuldigung! Mann. Getötet. Entschuldigung! Ich versuch's nicht, wie wenig der Ruf davon runtergeht. Aber es ging doch ganz schön runter irgendwo. Müssen wir unseren Ruf doch ein bisschen mehr verbessern. Ja, aber es stimmt halt schon, dass, was in dem Test gesagt wurde, dass man schon massenmordend durch die Stadt rennen müsste, um einen negativen Ruf zu haben. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass sie das vielleicht auch wieder gemacht haben, damit man wieder so ein bisschen doch Unfug treiben kann, wie bei GTA. Dass er doch wieder so nicht ganz zu ernst ist. Ach, ich werde nicht. Die neuen Fähigkeiten sind für mich gar nicht gut. Ich werde mich so oft selber sprengen. Naja, du hast dich ja schon ein paar Mal selbst erwischt jetzt. Aber ich habe auch immer jemand anderen erwischt. Das stimmt. Ja, und vor allem, ich habe immer gedrückt, wenn der Neutralisieren stand, ja. Naja, aber also in dem Moment, wo das Spiel mir gesagt hat, jetzt ist super. Naja, das ist halt, das Spiel sagt dir, ich meine, du hast ja auch den Gegner immer neutralisiert. Das Spiel sagt ja nur, dass du den Gegner neutralisierst. Das heißt ja nicht unbedingt, dass du dich nicht außersehen selbst neutralisierst. Das ist der Clou dabei, dass man da aufpassen muss. Der Clou. So. Gleich sind wir da, am Ort des Verbrechens. Unter der Brücke. Yep, unter der Brücke anscheinend. Elegant. Mhm. Einfach runterlaufen rechts. Ah, ne, ich fand nicht hier rüber. Oh, das ist unser Wecker. Hast du nämlich auf 25 Minuten gestellt? Die Pizza braucht nur 15. Ach so. Aber es waren nicht mal 15. Ha. Naja. Der Wecker geht nicht immer hundertprozentig korrekt. Warten wir noch ein paar Minuten. Ups. Nach der Folge gucken wir, wenn sie ein bisschen braun ist. Was haben wir hier? Armstrong's Chelsea, verschauen. Leidet unter Hämophilie, Escort Lady. Aber sie leidet immer noch, das ist doch. Hey. Boah, das sieht ja böse aus. Und angedeutet, dass sie von einem Maul zerfetzt wird. Ja, so ein bisschen so entdeckt. Abgefangenes Audio-Log. Mhm. Okay. Die Arme eine Maske auch irgendwie aufgesetzt bekommen, ja. Oder soll es einfach nur ein Tuch sein? Das sieht nur so aus wie eine Maske. Soll eine Maske sein, glaube ich. Also ganz schön heftig. Hey, was ist das für ein kranker Kerl? Das ist Nummer 1. Müssen wir gucken, was haben wir hier? Ne, ist der Waffenhandel. Wenn wir auf der Karte halt gucken, wo die ganzen Orte sind, die wir. Was ist das denn? Ja, das ist es. Wegwerftelefone. Maurice hat überall in der Stadt Wegwerftelefone unterlassen. Finden Sie alle 8 Telefone Audiologs, um Maurice zu gelangen, und Sie können Aufschluss über seine Motive und Hintergründe geben. Oh, das könnte auch mal interessant sein. Das heißt, wir werden ihn in der Hauptstory wahrscheinlich gar nicht mehr wiedersehen. Vielleicht erfahren wir jetzt darüber. Da ist die Lupe wieder.
Da. Mitten in der Stadt. Okay. Schauen wir mal. Ja, ich meine, das ist jetzt ja auch nicht unfindbar. Ja, gut. Aber ich meine, wenn er deinen Audiolog daneben legt, dann legt er es, glaube ich, auch ein bisschen drauf an, gefunden zu werden, dass die Welt seine Morde mitbekommt. Ja, das ist wohl wahr. So. Oh, habe ich einen kleinen Stau hier verursacht. Tja, das tut mir ja leid. Einmal bitte zurückfahren. Tja, wir haben kein besonders robustes Auto. Dann halt einmal umdrehen. Entschuldigen Sie bitte, aber wir müssen hier einen Mord aufklären. Fast cool. So. Team Graumann ermittelt. Ja. Wer könnte es sein? Da stellt doch schon mal ein psychologisches Profil von ihm. Nun ja. Er scheint schwerst gestört zu sein. Möglicherweise eine schizophrene Bewusstseinsstörung. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Vielleicht ist es auch der Typ aus Batman, dessen Namen ich gerade vergessen habe, der auch immer übers Telefon seine Nachrichten hinterlässt. Aha. Ich vergesse gerade seinen Namen. Ich weiß auch gerade, weißt du, nicht. Dabei hat man ihn in 2 Batman-Spielen bereits gejagt. Nun ja. Kann ja nicht so wichtig gewesen sein. Vielleicht ist es auch Batman. Das kann ich auch sagen. Der, Batman ist böse. Der durch geworden. Den ganzen Druck, niemanden zu töten, jetzt zum Massenmörder geworden ist. Gesundheit, der Herr. Ja. Also ich sage, es ist Batman. Es ist Batman, okay. Schauen wir mal, ob es wirklich Batman ist. Hier eine herunterkommende Ruine ist natürlich auch ein wunderbarer Ablegeort für so eine Leiche. Es ja, liegt auch immer da oben irgendwo, jedenfalls ist das Symbol gerade noch. Ja, ich schau gerade, wo ich hochkomme. Ein Gabelstapler. Das Gabelstapler. Nein! Bleibe er stehen. Und wieder runter. Jetzt nochmal. Der beste Detektiv der Welt. Ja, eine Kamera und ein Abzug. So eine Kamera sogar. Und eine Leiche, die diesmal mit ihrem Blut Figuren an die Wand bekommen hat. Das sieht ja böse aus. José Claudette leidet unter Hämophilie. Arbeitslos. Aber auch wieder leidet unter Hämophilie und ist wieder weiblich. Also scheint das schon das Motiv des Mörders, also die Opfer des Mörders zu sein. So, hier ist die Person. Hier an der Kamera. Ach so. Jetzt können wir aus der Sicht von dem Mörder uns das angucken. 2. 5 Menschen umringt. Interessant. Was hat das zu bedeuten? War das ein 2. Opfer und es folgen noch weitere 5? Ja. Sie war ein Teil des Körpers, aber er selber nicht. Also ist er vielleicht so geistig gestört, dass er glaubt, dass er in Wirklichkeit etwas Gutes tut und ein Monster aufhält. In Wirklichkeit bringt er aber halt die ganzen Menschen um. Wer weiß, diesem Geheimnis werden wir beim nächsten Mal weiter auf den Grund gehen. Ja, wir können uns kurz gucken, wo das nächste Ding ist. Ich weiß, hier oben ist auf jeden Fall 1. Okay. Das ist das Ding, was ich meinte. Seid weg. Mal schon mal gucken, wo das nächste ist. Pony bestimmt. Nee, Pony ist voll friedlich. Guck mal. In Pony gibt es so Sehenswürdigkeiten, Waffen und sonst nichts. Glücksspiel und einen digitalen Trip. Gut, ja, dann werden wir beim nächsten Mal diesem Verbrechen weiter auf die Schliche kommen. Auf den Grund gehen und versuchen, den Mörder zu finden. Mal sehen, was da noch auf uns wartet und lauert. Und man weiß wahrscheinlich auf dem Weg dorthin, wo man ein Gang versteckt, ist zum Beispiel auch auf dem Weg. Vielleicht lockern wir nochmal diesen Fall etwas auf oder wir lassen die Spannung weiter steigen. Ja. Schauen wir mal. Dann bis zum nächsten Mal. Euer The Ramen. Und euer Gauton. Ciao.